So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Siehst du, ich glaub das mit der Hand. Zur Eingangshalle kommen. Warte mal, Dietrich, mit was... Warte mal, was hatten wir mit dem Dietrich? Kriegen wir bestimmt die Schubladen auf, ne? Omi ist weg. Okay, ein Dietrich ist dann direkt verbraucht, okay. Teilweise wieder her. Heißt das, teilweise wieder her, das macht nur so ein Drittel. Ich gehe mal davon aus, dass grün ist ja super, gelb ist so halb und rot ist dann kritisch, ne? Ich will halt keinen verschwenden, nur weil ich jetzt gelb habe. Wisst ihr, was ich meine? Das, Mensch, hat legit nichts machen. Dass ich dann einen damit verschwende, weil ich eher die Stufe rot bis grün direkt heilen könnte. Denn nun teilt her. Also wenn ich jetzt von gelb auf grün gehen würde, würde das heilen, ne? Von rot würde es wahrscheinlich auf gelb dann gehen, ne? Jagt die dich jetzt auch? Pflanze weniger Trank mehr. Heute na, kein Naschkram nebenbei futtern. Ehrlich. Ja. Also ich habe zwar Chips hier liegen, aber nee. Ich glaube, bei dem Game bin ich die ganze Zeit voll angespannt. Ich will die Dinger kaputt machen. Ist voll doof. Und hierfür habe ich halt auch noch nichts. Nochmal nach unten. Ah, hier sehen wir sogar den Wohnwagen, lol. Oder habe ich irgendwas übersehen? Uff, ey. Hey Sie! Ja. Machen Sie auf! Hi. Wollen Sie hier wirklich rein? Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Nein. Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Ich bin auch eine vermisste Person. Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Lu? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Macht er eh nicht, hallo? Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Jetzt machen Sie schon! Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie. Mehr kriegen Sie nicht. Dankeschön. Los, jetzt. Garage. Sofort. Gleich. Was soll ich mit einem Messer?
Daddy wieder on Tour? Frag für einen Freund. Daddy, du lässt mich gerade mal kurz in Ruhe, ja? Ich möchte nur die Figur kaputt machen. Ich meine, das geht. Ich habe das so irgendwo im Hinterkopf. Ganz weit versteckt. Das geht. Daddy, du bleibst weg. Im Safe-Raum war noch eine, ne? Ich renne hier nicht. Aus Prinzip nicht. Hab ich mal kurz den Safe-Raum. Hör zu! Danke. Kannst du ganz Safe-Raum Tür auflassen? Kommt nicht rein. Ah, okay. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Ist doch, da war auch noch eine. So. Erstmal saven, weil aus Prinzip. Wir haben ein Messer. Ich muss saven. Will ich nicht. Ich will nicht verschwenden. Hallo Daddy. Wait, gab's da nicht eine Kiste unten? Kann ich unten nochmal lang gehen? Ich meine, unten war auch eine Kiste, oder? Kam ich da dran? Wesen Mimi. Alter! Picture! Dankeschön! Dieser Schatten ist so. Dankeschön für den Gift-Zaps an den Primus. Danke, danke. Lieber Trank als Kraut. Okay. Ja, nee, das Kraut will ich auch gar nicht verschwenden. Ich will aber auch die Arznei jetzt nicht verschwenden, nur weil ich gelb bin. War da irgendwo eine Box? Komm ich nicht dran. Schiebung. Geht nicht. Warum komme ich nicht an die Box dran? Ich will an diese Box. Ich sehe diese Box und will sie. Später. Schade. Will sie aber jetzt? Call of Duty Zombies? Nope. Ich habe zwar mal ein bisschen Warzone gezockt und so. Oder PUBG oder so ein Kram, aber eher weniger. Also vor allen Dingen on Stream halt gar nicht eigentlich. Wenn dann nur so für mich. Ups. Liebst du Horror-Games? Ich liebe Horrorfilme und Games zum selber gucken, aber zum selber spielen ist so. Ja. Ich liebe es, mich anscheinend selber zu quälen. Keine Ahnung. I don't know. Okay, dann gehen wir in die Garage. Achso. Ja, noch geht's ja, also das sind ja jetzt nur Tipps wegen Heiltränken und so ein Kram. Das geht ja dann noch, alles gut. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Solange ich jetzt nicht irgendwo vor einem Rätsel stehe und du direkt sagst, du musst das und das machen, weißt du? Das ist was nicht gewünscht ist. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Na! Hallo, Daddy. Soll ich jetzt legit mit diesem kleinen Pups-Ding? Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Kann ich mit dem Auto eigentlich wegfahren? Nee, ne? Komm, Daddy.
ist mir zu nah. Nur eine Art, wie das hier aussieht. One Boy. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Tschüss. Also, zielen muss ich noch lernen, ey. Ja, scheiße. Oder ich muss die Maus mal ein bisschen Empfindlichkeit ein bisschen runterschrauben. Ich mag dich für das, was in dir steckt, weißt du? I. Einfach fettes I. Ja, ja, nur wenn gefragt wird, genau. Tipps nur, wenn gefragt werden, dann. Jetzt bleiben nur noch. Fuck. Lady, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir kuscheln. Geh weg. Ich will dich noch nicht mal lieb haben. Das ist widerlich. Lass mich Stroh. Bitte. Mal aufhören, das arme Auto zu schlagen. Das hat dir nichts getan. Nette Karre. Was dagegen, wenn ich eine Runde drehe? Fang besser an zu laufen, ja. Ah, fuck, fuck. Warum? Jetzt ich verkack ein. Wie soll ich denn hier... War einfach weg. Gut, also nicht nur... ich hatte jetzt die Hoffnung gehabt, einfach nur... ums Auto laufen. Ich glaube, das ist schlecht. Das sollte ich nicht tun. Hey, ich mir das gefragt, jetzt nochmal anhören. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich bin nicht alleine. Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Nax. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp! Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Muss ich vielleicht mit dem Auto weg? Ja. Muss ich mich ins Auto setzen? Ja, die lassen mich in Ruhe. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Hörst du das? Das ist aber schlecht, Daddy. Kommst du mal hier um die Ecke, bitte? Wäre voll nett. Danke. Fuck. Daddy, lass das. Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Weg. Kann ich damit jetzt fahren? Und starte. Kann ich auch irgendwie aussteigen von selber? Mist. Scheiße. Das ist Auto Evil. Hey, vor allen Dingen Gas und so drück ich doch selber. Beenden wir das. Du und ich. Oh ja. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein. Scheiße. Ugh.
Betty? Du bleibst da. Oh, Junge, schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Problem ist, ich kann hier nicht weg. Es ist nicht vorbei, weißt du? Darf ich mich mal heilen? Für dich weiß eh, dass du noch lebst. Die Bösen überlebt alles. Sie macht alles kaputt, ja immer. Erstmal. Die bleibt liegen. You wait a minute. Ach da. Hätte auch hochgehen können. Junge, du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Ja, Daddy ist ein bisschen strange, ey. Soll mich mal in Ruhe lassen, der Junge. Momentan liegt Daddy noch. Unser Status ist grün, aber wir haben trotzdem Blutflecken da. Ethan. Benny. Also E.T. Garagentor lasse ich mal zu. War noch irgendwas, was wir sammeln konnten? Nein, ich glaube nicht. Können wir saven. Was ist das? Warte mal, die antiken Münzen, die kann ich doch eigentlich hier reinpacken, ne? Weil die brauche ich ja nicht mit mir rumzuschleppen. Wie geht denn das? Warte. Geht nicht. Ach so, geht das. Was sind das? Flinte. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, die Munition die ganze Zeit beizubehalten. Das brauchen wir gleich eh. Weil wir noch keine Flinte haben, aber ich behalte sie trotzdem mal. Blutflecken sind schon ein bisschen nervig, gerade wenn man grün hat. Könnten ruhig bei grün weg sein, ey. Mein Spiel hat kurz geleckt. Jetzt bin ich in der Eingangshalle. Okay. Wie wechsle ich? Ah. Okay. Vielleicht lieber erstmal Messer, damit ich es nicht aus Versehen verwende. Was habe ich jetzt? Schießpulver. Alter, das war der Ventilator. Ich dachte gerade, was ist das für ein komischer Schatten? Noch eine antike Münze. Ich kann es nicht kaputt machen. Wovon kam ich mal gerade kreuzweise, ey? Auch alles zu. Das brauchen wir doch hinten, ne? In
In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midcliff angeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste, von Miss Midcliff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und Nichtsesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2000. Welches Jahr haben wir eigentlich jetzt? Müsste ich auf der E-Mail gucken, ne? Von der Mia. Jäger der Lüfte. Das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend aufschaut. Und hier muss ich ja was einsetzen. Daran erinnere ich mich noch. Boah, erstmal was als Ersatz. Kann ich noch irgendwas kombinieren? Ah, flüssige Chemikalie kann ich Patronen mitmachen, aber normale, ne? Ja. Standuhr könnten wir gleich mal drüben probieren. Ja, ich weiß, das Telefon klingelt. Oh, Omi ist hier. Müsste 2017 gewesen sein. Wir gucken gleich einfach mal. Hi, Omi. Dann gehe ich gleich lang. Also ich meine, dieses Uhrenpendel brauchen wir für drüben. Da konnten wir das ja einsetzen. So. Evelyn, 2. Mai 2014. Evelyn ist doch... Evelyn ist doch sie. War ja was. Mhm. Ich würde gerade ehrlich gesagt, wenn es möglich ist, erstmal wieder rübergehen, bevor wir ans Telefon gehen. Geht es? Also geht es jetzt, ohne dass Daddy hier jetzt irgendwie wieder Probleme macht? Ich will mich jetzt mal gerade das mit der Uhr probieren. Was das bringt, weiß ich zwar nicht, aber we try. Heißer Hundekopf. Bestimmt auch wieder für irgendeine Tür. Wir speichern mal kurz und gucken mal kurz in die E-Mail, welches Jahr wir haben, weil das interessiert mich gerade. So, du kommst rüber. Du kommst auch erstmal rüber. Du auch. Den brauche ich nachher. Guck uns mal kurz die E-Mail an nochmal. 2017, ja. Mhm. 18. Juli 2017. Okay. 2016 waren die Vermissten. 2014 war das Bild von Evelyn. Warum ich eigentlich nie durch die Tür einfach so durch, straight durchzulaufen. Weißt du, das haben wir, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal. Okay, wir haben einen Hundekopf. Da brauchen wir was, was festhält. Ich will nicht ans Telefon gehen, Leute. Ich hab... Ethan! Ethan! Alter! Ethan! Leute!
Ich wusste schon, warum ich den Sound reingemacht habe. Ich dachte jetzt ernsthaft, der läuft hier rum, Leute. Uff. Einfach uff. Ach, grad laut. Der Sound könnte fatal sein. Ja, ja, das, deswegen habe ich ihn ja wieder reingemacht. Margaret, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Könnte echt fatal werden, der Sound. Aber das mögt ihr ja. Wow. Mia? Könnten wir uns jetzt angucken, das will ich aber auch noch nicht. 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Was. Erinnerungen kommen langsam wieder, Leute. Da ist noch so ein Kopf. Pulver. Ich muss sagen, das Inventar ist recht schnell voll. Wir müssten eigentlich jetzt schon wieder zurückgehen und das Inventar leeren. Gut, wir können uns halt die Kassette angucken. Das will ich aber gerade auch nicht. So, das war das. Ich brauche einen Dietrich. Bleibt die Mutti da? Ich möchte mich gerade nämlich noch ein bisschen in Ruhe hier umschauen. Und deine Lootsucht. Erstmal hier in Ruhe looten. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen gleich erstmal nochmal zum Safe-Raum. Weil dank meiner Loot-Sucht meine Tasche voll. Erstmal eine antike Münze im Klo finden. Danke, es lohnt sich immer in die Toiletten zu gucken, Leute. Also wenn ihr bei irgendjemandem zu Besuch seid, immer erstmal ins Klo gucken. Könnte was im Klo liegen. Wait, hier habe ich alles durchgeguckt, ne? Da komme ich nicht durch. Da könnte ich die Kassette, also die Kassette kann ich im Freizeitraum reintun. Ins Mutter der Großmutter kann ich, ins Mutter der Großmutter, genau. Ins Zimmer der Großmutter kann ich noch nicht rein. Kinderzimmer kann ich noch nicht rein, da brauche ich eine Schlange. Bei der Großmutter brauche ich einen Skorpion. Ach, das ist unten, ne? Nein. Das ist unten, das ist safer. Da ist auch ein Skorpion. Garage ist erstmal zu. So, Schlafzimmer der Eltern und Abstellraum. Ja, aber wofür brauche ich denn dann... eine Schlange. Alter, Oma! Wir gehen mal kurz safen, ja?
Mini-Inventar macht Resident Evil ja aus. Na gut, an sich ist es ja nicht... Was heißt, dass der so doof durch die Türen geht? An sich ist es ja nicht schlimm, das Mini-Inventar. Man kann ja... Der Safe-Raum ist ja meistens in der Nähe. Hat nur ein bisschen lästig, immer hin und her zu laufen, aber ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit irgendwas lootest, ist es sowieso gar nicht so verkehrt, wenn du dann zwischendrin mal speichern gehst, ne? Also einen Dietrich brauchen wir für oben. Go tell